Hallo und herzlich willkommen, ihr Planet Coaster Fans. Hier ist mal wieder Basti oder auch Modern Consumer. Schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Parktour hier auf meinem Kanal. Wir schauen uns diesen Planet Coaster Park an von Corvus. Wir haben schon mal einen Park von ihm angeschaut. Heute der Voyagers Adventure Park. Wir hatten mal das Wonder World angeschaut. Das werde ich euch einmal hier kurz nochmal verlinken und am Ende des Videos auch nochmal. Der hat einen sehr schönen, realistischen Park gebaut. Und diesen Park hat er jetzt wohl danach gebaut, gehe ich mal von aus. Er hat auch einen YouTube-Channel, den werde ich in der Videobeschreibung einmal für euch verlinken. Da hat er auch gezeigt, wie er den Park hier baut. Ist ein englischsprachiger YouTuber. Und ja, ich bin sehr gespannt auf diesen Park, weil der macht wirklich einen sehr schönen Eindruck. Einen ersten idyllischen, realistischen Eindruck, wenn ich schon hier links gucke, was da so los ist. Also sehr cool. Wie immer gibt es Timestamps im Video. Falls ihr nur die Achterbahnfahrten sehen wollt, könnt ihr direkt zu den Fahrten hinspringen. Oder auch, wenn es jetzt richtig mit der Parktour losgeht, weil ich noch ganz kurz erzählen will, was noch aktuell los ist. Ich habe jetzt leider in letzter Zeit nicht wirklich viele Videos geschafft. Sorry auf jeden Fall dafür. Aber es kommen immer trotzdem wieder Videos, wenn es bei mir zeitlich passt. Und ich war jetzt auch, jetzt ist es schon 2 Tage wieder her, im Europa-Park. Und ja, da gibt es natürlich auch bald ein Video von. Mal gucken, wann ich das fertig schaffe. Vielleicht nächste Woche. Mal schauen. Kurz vor meinem 40. Geburtstag übrigens. Ich habe am 24. Ihr könnt mir gerne gratulieren. Ja, und ja, das letzte Video ist auch noch mein Heidepark-Besuch. Und ja, das ist leider auch schon eine ganze Weile her. Aber ja, es soll jetzt auch mal wieder mit Planet Coaster weitergehen. Und ich hatte auch eigentlich geplant, dass jetzt in diesem Parktour-Video mal Parks kommen, die ich nicht für eine Parktour nehme, also nicht komplett. Da wollte ich da mal zeigen, was da so für Parks sind. Das habe ich mir aber, habe ich jetzt aber verschoben, weil ich möchte jetzt auf jeden Fall hier einen schönen Park mehr anschauen. Und dann kommt beim nächsten Mal höchstwahrscheinlich so ein Park, eine Parktour, wo ich euch mal Parks zeige, die nicht reichen für eine Parktour, wo ich dann vielleicht mal die ein oder anderen Highlights daraus zeige oder auch sage, was mir da nicht so dran gefällt, was ich besser fänden würde, so ungefähr, so in der Hinsicht. Und dann kommt noch demnächst ein Video zu dem Spiel Park Studio. Das ist ein neuer Freizeitpark, Bausimulator oder Achterbahnsimulator, Bausimulator, ich kann es nicht so genau erklären, aber der ist noch in der frühen Alpha-Version, aber ich will euch den einmal zeigen, was für einen Stand das Ding hat und wie es mir gefällt. Okay, dann würde ich sagen, legen wir jetzt mal los mit diesem Park hier. Ich setze mir die Kopfhörer auf, muss ich so ein bisschen offen lassen, damit ich auch ein bisschen meine Stimme noch selber höre. Und mussten wir jetzt erstmal den Ton noch einstellen, damit ich auch was vom Park höre. Und wir haben auf jeden Fall hier eine Art, eine Autobahn ist das jetzt nicht, aber auf jeden Fall eine Zufahrtsstraße mit einer Kreuzung hier vorne. Und hier kommen auch schon die ein oder anderen Autos, fahren hier auf jeden Fall rum. Wir haben hier einen Parkplatz, der sich so langsam füllt. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Siehst du, das ist auch eine gute Lösung. Der Park macht gerade auf, das heißt, es sind die ersten Autos erst da. Realistischerweise, wenn man diesen Park sehr realistisch machen würde, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber in Deutschland ist es so, dann stehen hier überall Leute und die winken hier rein und von hier nach hinten auffüllen, ne? Also so ein Parkplatz würdest du in einem deutschen großen Parks nicht sehen, dass das hier so wild einfach eingeparkt ist. Das wird deutsch immer von vorne nach hinten aufgefüllt, damit das alles akkurat ist. Habe ich jetzt erst wieder im Europapark erlebt. Und ich finde, das ist eigentlich auch immer ganz gut sortiert. Man zahlt aber auch dafür 10 Euro Parkgebühren am Tag. Ne? Das ist dann natürlich nochmal on top am Tag. So, was ich hier schon mal direkt cool finde, sowas würde ich im Leben nicht drauf kommen, ist dann hier so ein Parkgebäude daneben, so für die... was ist das hier? Hier ist sogar noch ein Bahnhof dran. Für die, für den Betrieb des Parks und was weiß ich. Ach, hier geht sogar eine Achterbahn durch. Okay, ich dachte, das ist ein okay, ist eine Achterbahn hier drin. Aber trotzdem, hier außen ist nochmal ein Bahnhof. Okay, aber hier, das ist so ein Park. Betrieb, Gebäude, Management, wie auch immer. Also hier passiert die Logistik im Hintergrund. Mal gucken, ist hier nochmal so ein kleines Easter Egg drin. Da ist jetzt nichts drin, aber ist ja auch nicht so schlimm. Da haben wir noch ein paar Schienenteile, die übrig sind.
Keine Ahnung, aber es sind hier auch ein paar Paletten mal hingelegt. Ne? Wer weiß, ob man sie nochmal braucht oder nicht. Und achso, wir haben den Park noch gar nicht richtig von oben angeguckt. Ne? Es ist ein kleiner, übersichtlicher Park mit viel Wasser auf jeden Fall. Und Corvus hat geschrieben, also in seinem Video selber, 1,5 Jahre hat er für den Park gebraucht. Wie viel es dann effektiv sind, kann man ja immer schlecht sagen. Weil ich bin ja an meinem jetzt auch schon irgendwie 6 Jahre dran oder 8 Jahre gefühlt. Und ich war ja nicht kontinuierlich am Bauen. Aber ja, wir gehen gleich rein. Wir gehen ja gleich rein. Aber erstmal finde ich das hier schon mal wirklich sehr cool gemacht. Hier sind so ein paar Mitarbeiter, die sich hier kreuz und quer hinstellen. Alles gut. Dann stehen hier sogar noch ein paar alte Feuerwehrautos. Oh, wir hören dahinter schon. Da geht's schon ab. Und die Müllentsorgung. Da ist natürlich sehr viel, ja, auch hintenrum zu erledigen, ne, so bei so einem Park. Da ist eine ganze Stadt am Arbeiten gefühlt, damit das alles so läuft, wie es für uns laufen soll und wir davon eigentlich möglichst wenig mitbekommen. Finde ich wirklich cool, dass das hier so ein Anklang findet oder auch gezeigt wird. Ich finde die Worte, Sebastian, finde die Worte. Bus, Buses und Taxis, Park Entrance, also hier geht's dann rein. Hier zahlst du dann deine 30 Euro Parkgebühren und dann guckt dich da einer so unfreundlich an, aber das musst du dann hinnehmen. Nee, aber eigentlich, das ist immer das Tolle an Freizeitparks, die sind alle gut gelaunt. Es ist einfach eine heile Welt und das ist das, was mich immer so zieht. Achso, ein ganz wichtiger Hinweis für diesen Park, der ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt, den gibt es nur am PC. PC-Parks gehen nur am PC. Nur das nochmal zur Info. Und falls ihr den Park aufmacht, sind keine Gäste drin. Der Corvus will das, glaube ich, noch ergänzen. Es fehlt leider noch. Und das finde ich ein ganz großes Manko für Leute, die jetzt keine, die einfach den Park sich angucken wollen, wie ich und mit Gästen drin. Man muss den Szenario-Editor aufmachen und sich hier dieses Eingangsgebäude hinbauen. Ich zeige euch jetzt ganz kurz in meinem Videoschnipsel, wie man das da reinmacht. Ich habe es da noch an einer anderen Stelle hingemacht, aber nur damit ihr das Prinzip wisst, ihr müsst den Szenario-Editor aufmachen und dann da in diesem Fenster diesen Spawn-Punkt setzen, damit ihr überhaupt Gäste hier reinbekommt. Sonst habt ihr keine Gäste da. Ich habe vergessen, leider mir einzustellen, dass die Parkbesucher, dass ich die Begrenzung einschalten kann. Das kann man auch in dem Szenario-Editor machen. Jetzt ist das einfach auf unbegrenzt und hier sind jetzt irgendwie 8000 Leute drin oder sowas. Wir werden es gleich sehen, wenn ich das Menü einblende oder ich mache es mal ganz kurz. Wir haben exakt 8000 Menschen hier drin und der Park läuft doch gut von der Performance bei mir. Ich bin happy. Okay, also, Abfahrt jetzt, Eingangsbereich, Timestamp läuft und für die, die das Vorgeplänkel alle nicht interessiert hat, hier ist der Eingang, der sieht so ein bisschen aztekisch aus, finde ich irgendwie. Und ja, Toiletten haben wir hier vorne. F und M, Frauen und Männer. So siehst du, da gehen sie auch hier direkt hin. Und das ist wirklich ein schön gestalteter Eingangsbereich. Also das lasse ich auf jeden Fall mal so als Top-Eingangsbereich hier mal wieder gelten. Und wir gehen jetzt auch mal rein hier durchs Drehkreuz. Wir haben unser Ticket natürlich schon gezogen. Hier ist ein Shop hier vorne direkt. Ein paar Mitarbeiter. Helpdesk, Parkmaps, ganz wichtig, in allen Sprachen muss das immer da sein. Und das musste man sich hier runterladen, damit man alles hat. Ne, hier sehen wir schon mal alles übergelistet. Also richtig schön aufwendig gemacht. Wenn man sowas hier macht von seinem Park, dann hat man es eigentlich schon geschafft. Guck mal hier, today open von 10 bis 6. Rain low. Ach, ein Top-Tag auf jeden Fall. Krass, wie aufwendig allein das hier schon ist zu machen. Mega, sehr, sehr cool. Gut, und dann sehen wir hier hinten schon mal so einen Dive Coaster. Sehr nice. Die Musik empfängt uns. Hier nochmal das Logo vom Park. Und ein großer Platz mit Schriftzug drauf. Der finde ich, da finde ich ehrlich gesagt ein bisschen, das ist ja eine Stolperfalle. Würde in Deutschland beim TÜV wieder nicht durchgehen. Hier stolpern die Kinder drüber und dann ist großes Aua. Die Knie sind auf. Das Ding muss im Boden versenkt sein. Ebenerdig. Und dann ist das gut. Ne? Ja, hier, ist doch alles vorbereitet. Hier, ich mache einfach mal, so wie ich denken würde, dass es sein müsste. Oh Gott, warum ist hier noch viel mehr bei? Wo ist der... Ach, da oben ist das Ding. Das muss quasi gerade so zu sehen sein. Und dann... Geht nicht, geht gar nicht hier. Ah, ja, okay. Aber, ne, aber es muss eigentlich nur gerade so zu sehen sein. Gut.
Ich glaube, es wird eine lange Parktour, befürchte ich gerade. Sehr geil hier mit diesem Wassereffekt. Sehr, sehr cool. Auch diese Farben hier, ne? Das ist so einheitliches Farbenbild. Sehr schön. So, ein paar Shops. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Boah, die Bahn da hinten sieht halt auch sehr cool aus. Wir gehen jetzt erstmal hier links rum. Parkmaps. Und schauen mal, was hier so los ist. Was ist das für ein Bereich? Eldoria. Ein Gruselbereich. Also ich meine, normalerweise müsste ich ja sagen, ich muss jetzt das Licht ausmachen, ne? Aber ich gehe ja am Tag da rein in den Park. Warum sollte ich hier das Licht eigentlich ausmachen, ne? Warte mal ganz kurz. Er ist auch jetzt nicht so sonderlich beleuchtet, ne? Also von daher gehen wir einfach mal weiter. Dann haben wir hier das Phantom. Achso, das ist hier dieser Flat Ride. Schön eingegrast. So ein Oldtimer Flat Ride. Ah, das sieht doch cool aus auf jeden Fall. Einer sitzt drüben. Oder eine. Und hat den Spaß ihres Lebens. Sehr cool. So runde Sachen zu bauen ist halt echt nicht einfach. Dann haben wir hier noch den Halcyon. Hier stehen sogar ein paar Leute an. Schön gestaltet alles. Auch hier so ein bisschen was dran gemacht. Das finde ich mal gut. Und ja, da fahren wir jetzt nicht mit, ne? Also das ist jetzt hier nicht mein Fokus, die Flatrides mitzufahren. Aber Iseki. Wir gehen einen Indoor-Ride. Und wir sehen hier schon, das ist ja das Ding, was wir vorhin gesehen haben, wo ich dachte, das ist hier ein Parkgebäude. Schöne Warteschlange, auch schön voll. Und Enter and Ride at Night. Hier macht das natürlich Sinn. Das finde ich gut gemacht. Nochmal den Hinweis, macht das Licht aus. Dann ist alles gut. Long time ago, this temple had a powerful blue crystal. Oh Gott, jetzt kommt wieder viel englischer Text wahrscheinlich. Die Legende sagt, es gibt, was ist das? Oh, unlimited power and magic. Power, Energie und mehr Magie. Ja, ja, ja. The crystal was hidden away in this temple. Oh Gott, ich habe mich damals schon völlig... Das war schon ganz peinlich mit mir. Ein weißer Vogel beschützt den Kristall. Ich versuche es so grob zu übersetzen. Sehr coole Stimmung hier drin. Sehr schön gemacht hier. Ja, Kerzen, okay. Send one must embrace direction unknown. Ich kann es nicht übersetzen. Ihr könnt vielleicht besser Englisch als ich da. Also da fehlen mir dann teilweise einfach die Vokabeln, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und dann sind wir auch schon in der Station angekommen. Eine kleine gemütliche Station. Ich drück mal kurz Pause. Erste Achterbahnfahrt, Guestlauer Infinity. Wir sitzen wahrscheinlich wieder im falschen Zug. Jetzt sitzen wir im richtigen. Oder sag ich mal Abfahrt. Mal gucken, was hier passiert. Abfahrt, mal gucken, was hier passiert. Da, jetzt geht's los. Das Tor öffnet sich langsam. Es ist sehr, sehr dunkel. Eigentlich sogar eine Weiche zu einer Station hin. Ganz langsam hier hoch. Die Kerzen brennen. Oh, dann wird's schneller. Ja, 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 ja. Hui. Ja. Die Krähe. Da ist der Kristall. Wo ist der weiße Vogel? Oder ihn beschützt. Wo ist der? Wir müssen ihn noch finden. Sehr cool hier. Also, ich hoffe, ihr könnt halbwegs was sehen. Jetzt ist ja mal immerhin hier ein Licht an. Aber es ist halt eine dunkle Achterbahn, was soll ich sagen? Da ist er! Hui. Ja, cool gebaut hier von Storytelling her. Wenn man das Englisch verstanden hat und so, ne? So. Also Bahn finde ich halt in echt auch sehr cool, muss ich sagen. Jetzt haben wir einmal raus. Ja gut, jetzt müsste halt eigentlich das Licht angehen, finde ich, weil wir ja draußen sind. Aber na gut. Ah,
lange Bahn. Boah, diese Krähe ist immer auf der linken Seite irgendwie. Dieser weiße Vogel, diese weiße Krähe. Ja, aber für eine coole Fahrt, fährt sich sehr angenehm. Da war er wieder, der Vogel. Und dann sind wir anscheinend zurück. Was ist hier links? Ich spule mal vor. Wir fahren jetzt offen. Hä? Ach, das ist doch der Start gewesen. Ich dachte, da geht's in die Station, hatte ich ja noch vorher gesagt. Aber hier ist auf jeden Fall alles geregelt, dass hier immer die Warteschlange, damit das immer vorangeht. Wir haben ja nicht viel Kapazität hier. Es sind nur 8 Plätze drin. Nee, aber eine schöne Bahn. Schön thematisiert. Ah, nee, das ist wirklich nur so ein Bahnhof. Theoretisch, das wäre halt cool, ne, wenn das in echt hier, wenn das hier kombinieren könntest. Einen zweiten Bahnhof, damit das einfach schneller vorangeht alles. Ah, nicht schlecht. Nicht schlecht. Wir knipsen das Licht mal ganz schnell wieder an, sonst seht ihr wieder nichts hier den ganzen Tag. Und gehen dann einmal weiter hier in diesen Bereich. War echt cool hier. Guck mal, das ganze Gebäude war das. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Was ist hier drin? White Wing Taverne. Mhm. Eine Taverne. Und da haben wir hier einen Wing Coaster. Der weiße Wing Coaster. Hier ist der Exit. Schön. Also sehr schön gemacht hier. Wyvern. Ich springe hier mal drüber, ne? Da ist ja jetzt nicht viel. Hier ist eine Kurve. Auf jeden Fall alles sehr schön gestaltet. Ach, guck mal, hier ist ja quasi wie so ein Nest hier aufgebaut. So sieht das jedenfalls aus. Und ja, wir lunzen mal hier rüber. Sogar mit Bahnhof gebaut, ne? Da hat er auch damals in dem Park auch schon sehr viel Wert drauf gelegt. Das finde ich sehr gut. Einstiegsbereich bei so einem Wing Coaster ist halt eigentlich immer ein bisschen komplizierter, als wie es hier dargestellt ist. Aber das nehmen wir mal so hin. Wir sitzen außen. Rechts außen. Und bei dem Wing Coaster habe ich jetzt aber wieder festgestellt, aber ist ja eigentlich auch logisch. Es ist schon extrem abhängig, ob du außen sitzt, ob du innen sitzt. Es ist eine ganz andere Fahrt. Ob du auf der linken Seite sitzt oder rechten Seite, je nachdem, in welche Richtung die Drehungen sind, sitzt du halt ganz außen, kriegst voll den Schwung mit oder bist halt innen und es ist ganz entspannt. Wir sitzen jetzt hier zum Beispiel außen und da wird es an der Stelle ein bisschen wilder auf jeden Fall sein. Aber es ist, wie gesagt, auf jeden Fall beim Wing Coaster sehr lohnenswert, mal vorne zu sitzen, wie in jeder Bahn, mal hinten, außen auf der rechten Seite, außen auf der linken Seite, innen. Innen auf jeden Fall für Leute, die ein bisschen weniger aushalten, sage ich mal. Schön. Aber kurz. Schön, aber kurz. Gab es eigentlich eine richtige Inversion? Gefühlt nicht, ne? Also, wie gesagt, eine Wing Coaster. Flug der Dämonen fand ich eine coole Fahrt. Und es ist wirklich eine ganz andere Fahrt, weil das jetzt die letzte ist, die ich gefahren bin. Es ist wirklich eine ganz andere Fahrt, je nachdem, auf welcher Seite du da bist. Hat jetzt eigentlich eine richtige Inversion? Nein. Doch, da, einmal. Jetzt kommt eine Inversion hier an der Stelle. Hui. Die ist auch schön geschmeidig gewesen. Sehr schön hier hingebaut. Also ein schönes Stück Achterbahn, aber aus so einem Wing Coaster kann man natürlich noch ein bisschen mehr rausholen. Ob hier so eine richtige Airtime kommt, die einen aus dem Sitzen zieht, weiß ich jetzt nicht so richtig. Boah, ey, wenn ihr mein On-Ride-Video von der Voltron seht, dann seht ihr meine Beine. Oh, wie ich aus dem Sitz gerissen wurde. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, also eine schöne Achterbahn auch hier. Optisch und von der Fahrt sehr angenehm gemacht. Da gibt es an sich nichts zu meckern. Ich bin sehr zufrieden. Ein zufriedener Basti ist ein guter Basti. So, weiter geht's. Kommen wir in den nächsten Bereich hier. Hakuna Matata. Akai Mura. Ui. Maru? Stand da Mura? Mura? Und hier ist Maru. Okay. Das ist doch die gleiche Attraktion von vorhin nochmal. Okay. Warte mal. Ist die das? Das ist doch das gleiche Ding nochmal. Das ist das gleiche. Da gibt es auch andere. Da hätte man noch was anderes nehmen können. Okay, dann haben wir die gleiche Attraktion hier zweimal, aber komplett anders dargestellt. Und hier stehen auch ein paar Leute an.
So, da haben wir hier eine Achterbahn. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, was ein Zug da lang fährt. Es ist ein chinesisch angehauchter Bereich. Ach ja, cool, hier wie die Blätter auf dem Boden liegen quasi. Sehr, sehr schön. Hier ist wahrscheinlich ein Ausgang. Und die Achterbahn spricht mich doch mal direkt an. Es ist ein Inverted Coaster oder LM. Ich vergesse die Namensbezeichnung immer wieder. Nicht sonderlich beliebt, höre ich immer in der Community, diese Achterbahntypen, weil sie nicht so ruhig fahren. Wobei Black Mamba geht eigentlich. Aber wenn wir an Toxic Garden denken, das ist ja mein absoluter Erzfeind geworden, diese Bahn. So, Azure. Dann gehen wir da mal rein. Ich würde ja vor der Bahn auf Klo gehen, ne? Das ist ein Lifehack. Vor der Achterbahn auf die Toilette gehen. Vor allen Dingen, wenn da 90 Minuten Wartezeit sind oder so, ne? So. Mein Lifehack ist für jede Achterbahn, wenn ihr zu zweit im Park seid, ihr seid die Bahn schon mal gefahren oder es ist okay, es passt soweit. Stellt euch bei der Single Line an, da kommt ihr deutlich schneller ran, immer wenn die Warteschlange lang ist. Klar, man sitzt nicht zusammen. Aber wenn, oder ich habe das zum Beispiel, ich mache das ja immer so, meine Freundin fährt nicht, aber dann kann ich die Single Line nehmen, dann komme ich schnell wieder raus. Und, oder wenn man sie schon mal gefahren ist zusammen, dann sagt man, komm beim nächsten Mal, dann sind wir schneller, die nochmal gefahren und dann Single Line, da kannst du echt Zeit sparen am Tag und nochmal mehr Bahnen am Tag schaffen. Oder man stellt sich einfach nochmal an und genießt die Wartezeit und den Hype und alles wird gut. So, also, Suspended, wie heißt das nochmal? Ich weiß es nicht genau. So, okay, aber wir fahren mal jetzt los. Mit dieser Bahn hier. Wir sitzen natürlich in der vordersten Reihe. Und dann, ich versuche immer den mittigeren Platz zu nehmen. Und ja, man könnte auch, ach, mit Beschleunigung hier, kein Lift. Aha. Ist das gemoddet? Ich weiß es nicht. Aber das fällt sich auf jeden Fall sehr angenehm. Sehr smooth die Fahrt. Schöne Drehung hier eben. Alles angenehm bis jetzt. Da kann man jetzt nicht großartig meckern. Wieder eine Inversion. Hier einmal in die Kurve gedrückt. Noch eine Inversion 4, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Hoch, runter unter der Brücke lang. Schöne Fahrt. Und noch bei gutem Tempo sind wir dann doch schon durch. Dann würde ich sagen, fahren wir einfach die nächste Fahrt hier nochmal in der Kamera mit. Ich glaube, die wird jetzt ganz gut sein hier. Bam. Einmal Abfahrt. Da sieht man, wie geschmeidig die Bahn hier durchfährt. Also die ist wirklich sehr gut gebaut hier vom Corvus. Das hat er wirklich sehr gut gemacht. Schön viel Action drin. Also die Bahn lässt einem keine Ruhe, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Das geht schon gut ab. Das geht wieder. Und wie eng das hier alles bebaut ist, finde ich auch immer sehr nice. Ja, sehr cool. Schöne Fahrt. Und wenige Wagen hier, ne? Das sind nur 5, 6 Stück. Da kommen sie an. Dann kann es hier losgehen. Abfahrt. Wir huschen schnell rüber. Und wir sehen viele frohe Gesichter. Okay, also, dann gehen wir mal hier raus. Hier kann man sich noch die Fotos angucken. Sehr cool. Sehr cool. So. Einmal einen Überblick gerade verschaffen. Das ist auch schön hier mit dem Springbrunnen da drüber. Einfach nochmal einen Überblick verschaffen. Guck mal, wie eng das hier bebaut ist. Und wirklich sehr cool gemacht. Dann haben wir hier hinten noch eine Kinderachterbahn. Talon. Nicht Taron, sondern Talon. So diese Planet Coaster Schrift. Sehr cool gebaut. Oh, und dann haben wir hier erstmal so ein Hin und Her. Uiuiui, hier stehen ein paar Leute an. Wo ist die Achterbahn? Da ist sie.
Mal ganz kurz gucken, wie lange jetzt hier die Warteschlange ist. 57 Minuten. Würden wir jetzt in Echtzeit da dran stehen, wenn wir uns jetzt hier anstellen würden. Das ist schon krass. So, wir setzen uns ganz hinten hin. Ein gar nicht so hoher Lift. Aber mal schauen. Also ich kann nur eine angenehme Fahrt erwarten hier beim Corvus. Da machen wir uns gar keine Sorgen, oder? Boah, die geht ja gut ab. Das war so kindermäßig gut. Machen wir mit. Hier selber gebaute Stützpfeiler auch wieder mega krass. Das fällt mir direkt auf. Das wird vom Planet Coaster niemals so gebaut. Oder? Ich sag mal nee. Schön hier mit dem Wasserfall auch noch. Also, das chinesische Feeling mit den ganzen Bäumen und drumherum ist gut gemacht. Boah, der geht aber hier mit einem Affenzahn durch zweite Runde. Krass. Noch eine Runde, dann machen wir hier die Kamera mal an. Und deswegen ist die Wartezeit auch so lang, weil hier nur ein Zug durchfährt und der zwei Runden. Das würde ich gar nicht machen. Das ist ja ganz schön viel gegönnt hier den Zuschauern, den Gästen. Ja, da hätte locker eine Runde gereicht. Fährt ja schon ganz schön lang. Schön hier mit dem Wasserfall. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Eine schöne, idyllische Bahn. Leider sehr lange Wartezeit. Durch die zwei Runden. Und kurzer Zug. Guck mal, wie lange du da warten musst, bis jetzt hier gehen 10 Leute raus, ey. Meine Herren. Eieieiei. Da passt ja keiner rein. Jetzt müssen die auch warten, bis die weg sind. Dann können die erst rein. Hier ist ja noch nicht mal so eine Vorabzange da, ne? Also, jetzt erst zu. Jetzt geht's auf. Und jetzt können die erst rein. Das dauert ja Ewigkeiten. So. Also jetzt geht das hier nicht richtig auf in den Familien. Jetzt sind hier zwei Plätze frei. Was für eine Verschwendung. Das kann ich gar nicht mehr mit angucken. Und dann die letzten drei freilassen. Das ist Verschwendung hoch 10. Gut, dann sind wir mal hier durch, glaube ich, mit dem Bereich. Hier gibt es, glaube ich, doch, hier gibt es nochmal einen Ausgang hier zwischen. Okay, dann gehen wir hier zu Atlantis. Und da fährt auch der Dive Coaster lang. Hier rechts hätten wir auch quasi von dem Gruselbereich kommen können. Stuff. Ja, hier fehlt auch mal so ein Mitarbeiter, der mal hier den Weg aufräumt. Atlantis. Dann sehen wir hier den Wing Coaster schön fahren. Schön, schön. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. So, der Dive Coaster fährt hier gerade seine Runde. La 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 la. Schön hier auch mit der Blockbremse. Dann kann der nächste hier losfahren. Perfekt. Ja, Atlantis. Das war der Atlantis-Bereich. Wo ist der Eingang? Das scheint er zu sein. Kailani heißt die Bahn. Und wir haben hier den Wartehallenbereich. Also hier ist wirklich viel. Mit Stützpfeilern sogar. Hier hinten geht's rum und dann kommen wir hier an. Ah, das sieht cool aus hier auf jeden Fall. Das macht echt einen coolen Eindruck. Und dann sind wir hier oben an der Station angekommen. Und ich denke mal, hier wird die Abfertigung aber schon gut gehen, ne? Das scheint eine schnelle Bahn zu sein von der Wartezeit. 14 Minuten und obwohl das so eine lange Warteschlange war, kann man da nicht meckern. Okay, so, dann ab in den nächsten Zug. So, hier wollen wir rein. Ne, wir sind ein... Da müssen wir hin. So, nach oben gelehnt, ne? Ach, das ist mit meinem Kameramod. Dass man da so ein bisschen realistischer sitzt, sag ich mal. Sitz 5. 10 Plätze sind hier, glaube ich, in der Reihe. So, wir gucken jetzt zum Eingang, glaube ich, hin. Ne? Da rechts ist der Eingang. Und jetzt gucken wir nach unten. Atlantis. Mal
ein bisschen Hangtime so minimal. Und dann sind wir hier oben. Aber es geht nochmal weiter. Juhu! Schön hier. Also das ist wirklich auch von der Thematisierung und Umgebung wieder sehr schön alles gebaut. Alles super akkurat. Mit Wassereffekt wahrscheinlich, ja. Wir hören es hinter uns plätschern. Aber gesehen haben wir nichts. Ja, jetzt fahren wir hier einmal ums Gebäude rum. Und dann würde ich sagen, steigen wir nochmal in den nächsten Zug ein. Cool gemacht hier mit dem Gebäude. Und diesem, ja, ja, mit dieser Station, wie wir hier ankommen. So, wir fahren nochmal hoch. Wir nehmen nochmal diese Kamera hier. Hui. Vor allen Dingen hatte ich bei Single Line jetzt auch öfters das Glück, dass ich in der ersten Reihe gesessen habe. Das war natürlich auch bombig. Auch neulich bei der Krake im Heidepark Single Line. 3 Minuten Wartezeit gefühlt. Und dann erste Reihe. Perfekt. Offiziell angekündigt waren 45 Minuten Wartezeit. Besser geht das gar nicht. Juhu. Also wirklich eine schöne Bahn. Ihr seht das ja hier. Schöne Fahrt. Ein bisschen Arm sollte man nicht rausstrecken. Hui, die Fontäne. Sehen wir bestimmt gleich nochmal von außen. Ja, sehr cool. Eine krasse Technik hier, ne? Was da alles gemacht wurde. Die Füße da unten, damit das alles hier so läuft. So, mein T-Shirt hier. So, okay. Einmal zum Ausgang gehen. Dann kommen wir wieder hier vorne raus. Geht's hier eigentlich rum? Ah ja, da geht's rum. Mal ganz kurz gucken. Wir können auch hier vorne rumgehen. Das sieht schon sehr cool aus. Diese ganze Achterbahn hier mit dem Bereich ist schon echt angenehm gemacht. Ne, da vorne ist der Wartebereich. Und da hat man es eben gesehen hier. Aber guck mal, wie cool das hier gebaut ist. Das sieht schon echt sehr cool aus alles. Und man fährt halt hier wirklich... Und das meinte ich halt, was so akkurat gebaut ist. Guck mal hier, du hast halt wirklich hier komplett das gerade alles gemacht. Also das ist schon schön gebaut. Auch hier, ne, diese Versenkung hier. Richtig schön in die Umgebung reingemacht. Und ich weiß nicht, ob das hier selber gebaut ist. Ich würde schon sagen, das ist kein Standard hier. Das ist alles Aufwand. Hui. Plätscher. So, na gut, also dann kommt man hier hinten rum. Das heißt, wir haben jetzt quasi den Bereich hier schon alles fertig und kommen jetzt noch, hier haben wir noch 1, 2, 3 Achterbahnen auf jeden Fall, die ich jetzt so auf den ersten Blick sehe. Und jetzt gibt es 2 Wege. Hier vorne, was ist das? Wir gucken einfach mal kurz, was da los ist. Also einmal gibt es hier diese Attraktion. Okay. Auch wieder schön gestaltet alles. Und auch hier diese Ecke ist halt geil. Aber eigentlich wäre hier wahrscheinlich schon irgendwo ein Netz auch, ne? Dass du hier nicht ein Handy auf den Kopf kriegst oder so. So, was haben wir hier hinten hingebaut? Ah ja, auch wieder so ein Oldie. So eine Oldie-Attraktion. Aber ich will mal hier hinten links rumgehen. Über diese Brücke. Guck, da kommt man von hier raus. Ah ja, guck, hier konnte man auch rumgehen. Das ist immer gut, wenn viele Wege hier... sich kreuzen. Viele Wege nach Rom führen. Schöner Wasserfall. Und dann geht's hier links einmal runter. Ich habe diese Achterbahn noch gar nicht fahren sehen. Haben wir keinen Techniker im Park? Kann das sein? Parkverwaltung? Mitarbeiter? Techniker? Niemand da? Oh mein Gott. Deswegen sind die Wege auch, wie sie sind. Oh mein Gott. Ja, müssen wir mal hier. Warum fallen die in den Boden? Kleiner Bug hier mal wieder. Okay, also müssen wir das einmal hier organisieren. Dann brauchen wir noch diverse. Aber gibt es hier keinen, der putzt? Verteilt euch, Leute. So. Ja, die haben jetzt einiges zu tun hier auf jeden Fall. Und die sollen jetzt alle von hier losgehen. So, okay.
Ja, da könnte man noch so ein paar Sicherheitsleute reinmachen, aber ich glaube, die sind jetzt nicht so wichtig hier im Park. Ich habe das ja auch allgemein ausgestellt. Hier, den goldenen wollen wir hier noch haben. Heyo! Heyo! Und den weißen bringen wir auch noch hier irgendwo hin. Oh yeah! So, damit die Achterbahn hoffentlich repariert. Und dann würde ich sagen, warten wir da, indem wir erstmal hier dann doch hier vorne lang gehen. So, ich mache das, wie es mir gefällt, einfach. So, das sieht auch sehr gut aus. Ach, das ist ja hier so eine, so ein Spinning Coaster, so ein Mack Ride. Mit Looping, gibt's das? Gibt's das Ding mit Looping? Wenn ja, wo muss ich hinfahren? Ich will dahin. Ich finde ja schon den Wirbelwind im Toverland toll gemacht. Mit Musikuntermalung, die Fahrt, das ist echt richtig schön. Sieht man nicht oft hier diese Bahn in den Parks, in den Parktouren. The Temple. Jetzt einmal niesen. So, ich sag mal danke. Und hier gibt's Essen. Ah, in diesem Tempel ist Essen angesagt, auf jeden Fall. So, wie kommen wir jetzt da hin? Was ist das denn hier? Krass. Hui. Hier ist wieder die Parkmap. Wir gehen mal hier durch und kommen mal von hier halt an. Das sieht schon sehr geil aus, oder? Von hier die Bahn. Schöne Farben auch. Steht hier was? Ich kann es nicht lesen. Ehi. Ich kann es nicht lesen. Ich kann es nicht entziffern. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal zu dieser... Was ist das denn? Holzachterbahn. Kukulkan. Ich check's nicht. Ja, die Bahn noch nie benannt. Also, naja, mal gucken. Und die kommen ja also verärgert da raus. Die Bahn zu? Auch zu. Kein Techniker verfügbar. Wo sind denn unsere Techniker jetzt alle hin? Was geht hier jetzt alles kaputt auf einmal? Mal einen einstellen hier. Den machen wir hier mal hin. Also, da ist einiges noch im Argen hier im Park. So, also, aber man hat den Leuten angesehen, dass hier irgendwas nicht stimmt, ne? Das finde ich ja echt nicht schlecht gemacht. Okay, dann gehen wir jetzt doch nochmal zu der Bahn hier weiter. Die fährt ja hoffentlich noch. Ja, wir hören sie. So, Amazonia. Okay, das ist also die Bahn. Und die ist ja, sieht auch wieder sehr, sehr lang aus. Und hier ist wirklich jede Fahrt anders. Komplett. Ist das eine Rafting-Bahn hier? Okay. Boah, die geht ja hier überall lang. Ach, so heißt der Bereich Amazonia. Das ist der Wartebereich hier schon. Wo muss ich hin? Da ist die Station. So. Mapinguari. Mapinguari. Oh, Alter, das ist aber hier richtig wild, das Ding. Highlight. Absolutes Highlight. Lange Warteschlange ist auch das Highlight. Oh mein Gott. Oh, oh, oh. Ah, ein Speicherpunkt. Es lädt gerade. So. Oder? Doch nicht, ne? Das sieht halt auch krass aus, ne? Bau sowas mal. Bau das mal. Gut, also. Nächste Fahrt. Wir sitzen mal wieder falsch. Ah, ich will hier diese Kamera nehmen. Es wird sonst zu wild alles. Und Abfahrt. Hui. Es ist auch wild. Dann kann ich auch gleich reingehen, aber... Boah. Wow. Oh! Ich weiß es halt wirklich eigentlich immer. Das ist mit der Kameraperspektive einfach sinnlos für uns, oder? Leute, wir sehen doch gar nichts. Wir sehen nichts. Geht das hier so besser? Keine Ahnung. Ist aber schön, die Furcht der Leute zu sehen. Wir fahren die gleich nochmal in der Behind-Kamera.
Jetzt haben wir auch noch einen Speicherpunkt. Ich glaube es nicht. Oh nee. Leute, hier läuft gar nichts mehr jetzt. Jetzt geht's wieder. Dann dauert die Fahrt auch noch so ewig wahrscheinlich. Schön mit Musik hier. Ja, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich habe keine Ahnung. Boah, ey, das nimmt kein Ende. Also macht bestimmt Spaß. Das kann ich sagen. Eieieiei. Okay, wir gehen mal in die andere Perspektive hier rein. So. Wir nehmen den. Ne, den Zug, der ist schon richtig. Ah. Wir nehmen den letzten Wagen quasi. Spulen vor. Und jetzt. Ne, das ist der erste. Oder? Wo ist jetzt vorne und hinten? Ja, wir sind jetzt hinten. So, jetzt werden wir hoffentlich ein bisschen mehr erleben, wie diese Fahrt so fährt. Nee, irgendwie ist das... Das hätte ich doch noch jetzt mal besser. Sorry, Leute, ich bin hier völlig am Verkacken. So, das ist die Perspektive. Einfach sehr wild auf jeden Fall die Bahn. Hier nochmal eine Beschleunigung drin. Boah, was eine Hangtime. Geht das hier? Macht man das so in der Bahn? Ich weiß es nicht. Es ist komplett verrückt, die Fahrt. Also... Komplett verrückt. Boah, hier nochmal die Drehung in die Zielgerade rein. Ja, ich glaube, der geht's nicht mehr gut. Keine Ahnung. Das Ding ist echt komplett wild gewesen. Ist es realistisch oder nicht? Sagt's mir gerne mal in die Kommentare. So, fahren die anderen Bahnen hier wieder? Kein Techniker ist unterwegs, immerhin. Wie sieht's denn hier bei der Bahn aus? Läuft wieder. Sehr gut. Wo ist hier der Eingang für die Wasserbahn? Mountain Rafting Bahn. Das ist doch hier ein Eingang, ne? Aber hier steht kein Name. Ich fliege die einfach mal ab, Leute. Ihr wisst, ich bin nicht der größte Rafting Bahn Fan im Planet Coaster. Er hat sie ja hier auch nicht benannt. Aber es geht auf jeden Fall einmal hier wild runter. Okay. Ah, die Dinger so selber gebaut. Ja, glitscht natürlich, aber das sind dann die das Ding nochmal, dein Wasserschlauchboot da nochmal mehr zum Drehen bringen. Ja, cool, du fährst halt hier unter der Achterbahn lang. Dann geht's hier hoch, dann geht's wieder runter. Also es ist auf jeden Fall eine Rafting-Fahrt, wie man sie sich erhofft oder wünscht. Und dann ist sie auch schon vorbei. Auch hier, ne, wie man das immer kennt, dass das hier so ein Drehding ist. Hier dreht das sich und dann gehst du hier rein. Aber hier geht es halt kaum voran. Naja, das ist auch wieder so ein Ding, da musst du halt einfach auch einstellen. Beliebige Besetzung und dann hier geht das... Wo ist denn dieser Haken? Station nicht blockieren. Und dann geht das hier voran. Sonst geht das doch nie voran. Abfahrt. Genau. Und dann können die nämlich auch mal aussteigen, sonst sind die ja hier den ganzen Tag drin. So, wenn da jetzt keiner kommt. Ah, da kommt wer. Ah, da war niemand mehr. Dann kann der jetzt wieder losfahren. Fährt zwar leer, aber danach geht es dann weiter halt. Es geht voran. Und hier staut sich das nicht so. Ja, sehr schön. Und wir können einmal zur Holzachterbahn rüber. Nee, wir gehen zu der anderen rüber. Ist jetzt ein bisschen durcheinander hier. Auch cool hier gebaut, das Ding. Ah, hier geht's ja bergab. Hui. Da fährt sie. Und jetzt ist hier auch richtig was los, meine Herren.
Raw Wildness Research Agency. Boah, hier ist ja richtig voll und die Bahn geht auch lang. Oh, und ich muss mit dem Video auch bald fertig werden. Meine Zeit. Koluka Luka! Heißt die gute Bahn. Ich muss gleich zum Sport gehen. Das ist alles knapp gerade. Legend speaks of a mysterious creature that roams this forest. Also, irgendeine Kreatur ist hier in diesem Wald. The tales talk of a shape-shifting beast that could hide in plain sight. Kann ich nicht übersetzen. Wir müssen auf jeden Fall als Aufgabe, wir müssen die Kreatur lokalisieren und sie versuchen zu fangen, ne? Denke ich mal, Capture. So, da ist die Warteschlange. So, dann bin ich mal gespannt, wo wir da und was wir da gleich für eine Kreatur sehen werden. So genau habe ich mir das jetzt noch nicht angeschaut. Reihe 1 bis 12. Da haben wir hier diesen Achterbahntyp, den ich auch fast jetzt gefahren wäre, aber es hat auch leider zeitlich nicht mehr geklappt. Den Expedition GeForce Achterbahntyp. Ja. Wir setzen uns natürlich in die erste Reihe rein. Und dann geht's auch schon los hier. Das ist aber kein Kettenlift hier in dem Fall. Abfahrt! Hui! Deswegen ist die Bahn auch gar nicht so sonderlich hoch, weil die hier hat auch einen anderen Schienentyp. Nochmal beschleunigen. Okay. Da ist aber was gewesen, so eine Kreatur. Da war doch was. Habt ihr das Viech gesehen da? Diesen Baum? Dieses Baumding? Juhu. Oh, die geht aber auf jeden Fall sehr wild hier ab. Sehr kurvig. Ich finde auch die Gestaltung der Schienenstützen sehr cool. Das sollen ja dann so Bäume sein wahrscheinlich. Da war wieder was. Es ist einfach so schnell. Man ist so schnell vorbei. Hoch, runter, hoch, runter. Da hast du halt auch mal schön Airtime an den Stellen. Da wirst du kurz mal aus dem Sitz rausgerissen. Und das ist das Coole an so einer Bahn. Und dann sind wir schon da an der Station. Dann haben wir hier wieder schön akkurat einen Bahnhof gebaut. So, dann wollen wir hier nochmal in der Perspektive mitfahren und dann sehen wir hoffentlich die Kreatur so ein bisschen besser. Und einsteigen. Oh, das dauert aber hier lang. So, Abfahrt. Irgendwie fehlt hier gerade ein Sound. Der ist da, ja. Der Schienensound fehlt gefühlt. Na gut, nehmen wir mal so hin. Fährt sich auf jeden Fall sehr angenehm. Ich habe schon wieder nicht auf diese Kreatur geachtet. Die war doch da eben schon wieder, oder? Ist da eine Kreatur? Wo ist dieses Creature-Ding? Wir fliegen nochmal so gleich drüber. Aber die Bahn geht schon sehr wild hier ab. Dann nochmal eine Beschleunigung. Mit Wassereffekten. Siehst du, das haben wir eben auch gar nicht mitbekommen. Das ist auch ein cooler Move hier bei der Bahn. Dieses. Die Kurve, aber keine richtige Inversion wahrscheinlich. Sehr coole Fahrt. Und da kommen wir an. Also, die fährt hier schon echt wild rum. Und da auf dem Berg war doch was. Hier, guck, da ist das Ding. Ich sehe hier Augen und Arme, oder? Also guck mal, wie krass dieser Bereich hier ist. Das ist halt einfach eine riesen Achterbahn. Ich höre hier Sirenen. Sirenen mit Ä. Und hier dieser Platz in der Mitte. Also das ist ja alles top gemacht. Auch das Gebäude, ey. Das ist richtig gut gebaut. Richtig schick gemacht. Also wirklich vom Feinsten gebaut. Der Ausgang. Mal hier unter dem Bahnhof gehst du dann da lang. Also wirklich top gebaut hier dieser Bereich. Auch hier wieder so ein richtig schicker Platz.
Nice. Echt, wirklich sehr, sehr nice. Sich das Auto gefangen in den Sachen da. Und wie gesagt, auch diese Stützen, ne? Das ist ja hier manuell gebaut so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hier ist irgendwas Standard, aber dann noch was dazu gemacht, damit hier einfach noch mehr so baumstämmenmäßig sind. Und hier haben wir nochmal irgendwie so ein Viech. Wirklich, also ein schönes Stück Park. Gefällt mir sehr gut. Dann kommen wir jetzt zur letzten Achterbahn. Ist auch hier schick gemacht hier. Dann kommen wir jetzt zur letzten Achterbahn, die Holzachterbahn, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Mit Gebäude hinten dran. Da bin ich mal gespannt jetzt, was auf uns zukommt. Fährt die Bahn denn? Ja, sie fährt. Wo ist der Eingang? Ja, sie fährt. Hier ist der Ausgang. Das sieht auf jeden Fall für eine, krass, für eine Holzachterbahn. Die sind ja meistens so freistehend, ne? Und diese hier halt nicht. Achso, ja, das war ja vorhin dieser Name, den ich nicht entziffern konnte. Kukui, Kukui. Ach, das soll ein Kukulkan, Kukulkan lese ich da jedenfalls. So nenne ich die jetzt einfach mal, Kukulkan. Fährt hier komplett durch diese Schlucht durch. Dann gehst du hier komplett hinten einmal rum, um diesen Schlangensteinkopf. Also hier ist die Warteschlange gerade kurz, weil wahrscheinlich noch nicht so lange auf. Und dann kommen wir irgendwann mal der Station näher. Enter at night. Okay. Aber die Bahn fahren würde ich dann schon am Tag. Ich weiß nicht, was hier drin jetzt los ist. Hui, das mache ich auch so. Ich werde jetzt Tag anstellen. Das ist ja cool, dann siehst du hier raus. Ah. Ich sehe nichts. Pre-Show. Was hier ist es? Interact. Play. Long time. Oh, 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 oh. Das war viel Text. Okay. Ah, da kommt was. Ah! Hallo. Ja. Ja, aber immerhin eine Pre-Show, ne? Kommt da noch was? Trotzdem cool gemacht. Pre-Show, nice. Alter, das sieht aber auch echt sehr cool aus hier. Heidewitzka. Schöne Station. Was haben wir hier? Da haben wir die Bahn. Wirklich für eine Holzachterbahn, ne? Mega krass. So, wo sitzen wir? Wir sitzen im falschen Zug. Jetzt sitzen wir ganz vorne. Es geht los. Ah, wir sind so zwei Kinder hier von der Größe. Na gut. Egal, nehmen wir mal so hin. Ah ja, Tag. Sehr gut. Letzte Achterbahn für den Corvus Park hier. Voyager, Voyage, Adventure. Voyage. Voyage. Holzachterbahnen sind immer gut und von Corvus hat damals, glaube ich, auch eine gehabt und die war auch sehr geschmeidig. Ich erwarte auch hier wieder nichts anderes. Die ist auch so Wodan-like vom Speed und Höhe und hier einfach mal so Vollgas durch, hoch, runter, links, rechts. Es ist einfach eine wilde Fahrt. Sorry. Sehr cool, fährt es super angenehm. Wie ich es gesagt habe. Und dann war es das schon, oder was? Nee, das war es noch nicht. Da kommt noch was. Der Corvus hat noch was offen. Der hat noch was. Hier wieder eine Station. Was kommt jetzt hinter der Kurve? Die Station. Okay, war dann doch nicht nochmal irgendeine Überraschung. Wir machen nochmal die hintere Kamera an.
Lass mal die Leute mal einsteigen. Wo muss reinlassen? Yep. Hier eigentlich ein richtiger Lift? Hä? Wie kommt denn die Bahn eigentlich? Ach so, da, ja, da ist ja doch ein Lift. Ich habe irgendwie vergessen, dass da ein Lift war. Ich habe mich schon gefragt, wie kommen wir denn in die Station rein? Das geht doch hier nie hoch. So, schreit! Freut euch! Ja! Ja! Sehr cool. Ja, da vorbei an der Schlange. Ja, ist eine schöne Fahrt. Schön, also actionreich ist sie auf jeden Fall. Es gibt halt solche Holzachterbahnen und solche wie Colossus, wo du halt einfach eine riesen Holzachterbahn hast mit riesen Sturz und riesen Hügeln und ganz anderer Airtime, wo es dann airtime-mäßig auch so durch den Magen geht. Und die ist halt so. Und das ist halt auch geil. Also, muss ich sagen, finde ich sehr cool. Wir gehen hier raus. Ich habe ganz vergessen. Wir knipsen das Licht wieder an. Wir haben jetzt schon 15 Uhr, machen wir mal an. 15 Uhr ist jetzt schon. Und sind aus der letzten Achterbahn raus. Und damit sind wir mit dem Park auch durch. Fotos nochmal anschauen. Der hat hier bestimmt so einen Punkt hingemacht, oder? Ach, da ist ein Automat dran. Ah, nicht schlecht. Deswegen stehen die dann da, die Leute. Sehr schön gestalteter Park. Also das kann man wieder mal nur sagen. Ich bin gespannt, wenn Corvus wieder einen Park baut, sagt mir wieder Bescheid. Ich hatte da auch schon gesagt, auch hier auf diesem Park wurde ich von den Abonnenten nochmal hingewiesen, die Corvus auch verfolgen. Und da wurde mir Bescheid gesagt, hier, Basti, neuer Park ist am Start. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, finde ich. Ich hoffe, für euch auch. Sagt es mir mal gerne in die Kommentare. Guck mal, der Tag neigt sich dem Ende zu. Und dann siehst du hier schön diese Atlantis-Achterbahn im Lichte der Sonne. Der untergehenden Sonne. Ja, genug geredet. Ich danke euch fürs Zuschauen. Falls ihr Bock auf mein neues T-Shirt habt, hier mit meinem neuen T-Shirt-Logo, ich weiß nicht, ob man das richtig sieht, gibt es in meinem Fanshop über Spreadshirt. Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Oder gibt bei Google einfach mal einen Modern Consumer Fanshop. Ich finde es ganz cool auf jeden Fall. Und ja, danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da. Freut euch auf die kommenden Videos. Wie gesagt, das andere Parkspiel kommt dann bald. Europa Park live im Park. Und ich muss ja meinen Park auch mal weiterbauen. Und wir schauen uns mal andere Parktouren an, also andere Parks an, die nicht für eine komplette Parktour reichen. Ich denke mal, das wird sehr interessant für viele sein. Und der eine oder andere freut sich, dass vielleicht auch dann sein Park trotzdem mal drankommt. Und insofern danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, eine schöne Woche. Alles Gute, bis bald, euer Basti oder auch Modern Consumer. Ciao!